Hier standen sie zuletzt noch im Sortiment. Beliebte Münchner Traditionsbiere wie Spaten, Franziskaner, Löwenbräu. Jetzt klafft da keine Lücke, sondern es stehen einfach andere Biere zum Verkauf da. Fristu wehrt sich damit gegen das Preisdiktat der weltgrößten Brauerei Anheuser-Busch InBev, zu der Spaten und Co. schon lange gehören. Das Problem ist, dass die Preisverhandlungen gescheitert. Man konnte sich nicht über die Konditionen einigen. Und die Gewinnspanne war einfach so klein. Das war dann nicht mehr für uns interessant. Und deswegen mussten wir die ganzen Sorten auslisten. Immer öfter müssten die Getränkehändler Rabattaktionen mitmachen. Sie selbst würden das Bier aber nicht billiger von der Megabrauerei bekommen. Immer öfter also bleibe da für den Markt keine Gewinnspanne übrig. Ein anderer Händler aus München bestätigt das im Grunde. Darauf angesprochen gibt sich Anheuser etwas reserviert. Schriftlich teilt man uns mit, die Abgabepreise an den Endverbraucher bestimmt ausschließlich der Handel oder die Gastronomie. Darauf können, dürfen und nehmen wir keinen Einfluss. Kein Wort in dieser Stellungnahme über etwaige Rabattaktionen. Natürlich kommen immer wieder Kunden und Fragen nach den Traditionsmarken, die jetzt im Sortiment fehlen. Ja, am Anfang war das nicht so einfach. Aber mittlerweile, nach diesen paar Monaten, kaufen Kunden einfach anders Bier. Wir haben über 300 andere Sorten. Und regionale Biere sind sehr beliebt. Und wie gesagt, mittlerweile fragen die Kunden nicht mehr nach. Also auch Franziskanerkunden kaufen was anderes. Regionalen kleinen Brauereien wie in München, dem Giesinger Bräu, kommt diese Entwicklung eher zugute. Sie sind bei Kunden jetzt schon immer beliebter. Und wo der Kasten eines Großkonzerns fehlt, hat ja immer ein anderer im Getränkemarkt Platz.